R-E-W-I-N-S-I-D-E. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire und mit dabei ist heute der liebe Tobi. Was geht? Tobi! Leute, ganz kurz, Tobi, wo sind unsere Männer? Sind die gerade auf der Exkursion? Ja, wir haben die doch auf eine Wanderung geschickt. Tobi. Die sollten ja 30 Kilometer hier. Ja, richtig, die machen gerade den Dauerlauf, Tobi. Und das ist genau an dem heutigen Tage, wo wir zusammen in das Lager gehen wollten. Tobi, das war deine Verantwortung als Kommandant, dich darum zu kümmern. Wieso machst du das verdammt nochmal? Die sind schon seit Stunden unterwegs. Ich weiß nicht, die sind irgendwie... Egal. Und Tobi, dann eine andere Sache. Erklärst du mir vielleicht ganz kurz, was hier vorne passiert ist? Was zum Teufel war das? Pass auf, ich habe was ausprobiert. Was hast du ausprobiert? Ja, pass auf, wir haben ja normales Dynamit oder TNT, wie man es auch nennt. Und es gibt eine Form von TNT, die sieht erstens mal cooler aus. Hör auf, bitte. Okay, das klappt nicht. Schade, ich dachte... Hör bitte auf zu schießen. Okay, ja. Und es gibt jetzt eine Form vom TNT, die sieht erstens cool aus, wie du jetzt siehst. Da steht Mini drauf. Ja, das ist nämlich eine Mini-TNT-Kanone. Pass auf, und wenn ich die mal zünde, muss ich kurz weglaufen, weil sonst bin ich gleich weg hier. Okay, aber du hast so lange daran rumgeprobt, bis hier alles kaputt gegangen ist. Naja, oder? ich sag mal so, es sind auch noch größere Formen entstanden. Oh, okay. Die ihr natürlich vielleicht sehen könnt, ne, wenn... Leute, wenn ihr mal sehen wollt, was Tobi da noch so entwickelt hat, dann smasht man gerne einen Daumen nach oben. Dann können wir mal diese ganzen krassen TNTs zeigen, die er entwickelt hat, denn diese sind auf jeden Fall hier ganz fett. Fetter als dieses Loch sogar. Also. Fetter als dieses Loch sogar. Ja, Leute, ich würde sagen, dann machen wir es direkt mal auf den Weg. Tobi, hast du keine Ahnung, wer mein Essen stibitzt hat. War das einer von den Jungs vielleicht? Oh Gott, es regnet schon wieder. Wo hast du denn dein Essen hingebracht? Ich weiß es nicht. Es war irgendeiner Kiste. Kannst du mir vielleicht was zu essen geben? Irgendeiner hat mein Essen weggenommen, Tobi. Komm, wir machen es jetzt direkt auf den Weg, Leute. Wir werden nämlich heute gemeinsam den Zugriff starten bei Petrits Basis. Ich würde sagen, Tobi, wir fliegen mit unserem neuen oder alten Luftschiff. Wir können eigentlich das neue Luftschiff mal ausprobieren, oder? Dass du gut geparkt hast, ja. Ja, pass auf, dann Ich stelle mich hier runter, du fliegst gleich, ich stelle mich hier hin. Richtig, und dann muss ich halt einsteigen, genau, ja. Genau, super. So, weil ich muss ganz kurz reinkommen. So, du musst bloß aufpassen, dass du hier gut durchkommst, denn die Blätter, die halten dich auch auf. Ja, gar kein Problem. Und rein hier, Tobi, auf rein geht's. Rein in die Butze und... So, in die Richtung müssen wir ungefähr, das müssen ja die Koordinaten ja hier sein, ne? So, das andere Luftschiff lassen wir hier stehen, Leute. Der Gefangenentransporter, den könnten wir theoretisch sogar schon in der Stadt dann stehen lassen, würde ich sagen, Tobi. Den können wir eigentlich direkt überm Theater parken, dann gehen wir den Rest zu Fuß. Ja, meine Freunde, für den Fall der Falle, dass sich jetzt Petrit oder ein anderer dort versteckt, können wir natürlich direkt den Transporter nutzen und dementsprechend auch direkt zugreifen und diese Person direkt einsperren. Krass, also sitzt wirklich da hinten drin. Leute, das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Guck mal hier, Tobi ist da echt drin und ich kann ihn sogar noch schlagen. Kannst du mich hauen? Aua, was zum... Okay, gut, das sollten wir vielleicht noch dann ändern, dass das auf jeden Fall nur einseitig funktioniert, denn ich möchte natürlich, dass Petrit von mir geschlagen wird, aber nicht, dass Petrit mich schlägt. Tobi, sind weißt du, wo du hinfliegst eigentlich? Überhaupt nicht. Und du? 3 Tage später. Tobi, ich bin jetzt in der Stadt von Masi gelandet. So, ich würde sagen, du bist ja schon vorher ausgestiegen, mein Freund. Ich bin direkt unter dir. Ja. Ja, sehr schön, perfekt. Schiff steht auf jeden Fall. Supi. Pass auf, lass uns jetzt weitergehen, direkt dahin. Und dann, meine Freunde, können wir nämlich endlich zugreifen. Ich bin mal gespannt, ob Tobis TNT wirklich diese Tür öffnet. Ich hoffe einfach mal, dass wir da die nötigen Beweise sichern können, Leute. Tobi, wo müssen wir hin? In welche Richtung? Was zum Teufel? Also ich schätze mal, wir müssen in die Richtung hier. Einfach geradeaus weiter. Was? Steht da Bitburg. Bitte ein Bit. Aha, okay. Und was ist das? Aber siehst du, was da schwebt? Ich stelle einfach keine weiteren Fragen. Lass uns einfach weitergehen, Tobi. Wir ignorieren es einfach mal. Komm, okay. Gottes Willen, ich weiß nicht, was in dieser Stadt hier los ist. Irgendwas ist hier ganz seltsam. Schau dir an, wie schön sie ihre Stadt hier eingerichtet haben. Mit diesen wunderschönen Toren und so weiter und so fort. Haben natürlich für den Rest der Stadt so etwas nicht gebaut. Aber gut, naja. Ich schätze mal, wir müssen hier lang. Oh Gott, dieser Regen. Ich kann ihn nicht mehr ab, Tobi. Brauchen wir... Ich habe meine Waffe im Anschlag. Also falls uns jemand hier über den Weg laufen sollte, bin ich direkt gewaffnet und wir können direkt zuschlagen. Wir müssen alles an Beweisen mitnehmen, Tobi. Wir müssen gucken, dass wir nicht zu viel zerstören. Hast du gehört? Ich war ja da einmal drin, ja? Wo wir jetzt versuchen durchzukommen. Hier vorne ist es. Da, schau. Hier. Guck. Guck dir das an. Ah, hier ist diese Startluke. Wollen wir da gleich runter? Lass uns das machen. Ich bin unten. Pass auf, es funktioniert. Alles klar. Okay, wir sind direkt hier. Auf. Diese Idioten, die haben das direkt offen gelassen. Okay, Tobi, wo müssen wir hin? Tobi? Was war hinter dieser Tür? Was war hinter dieser Tür? Was zum Teufel? Warte mal. Hier ist zugeschlossen, aber... Oh, guck mal, dieses Büro. Guck dir mal dieses Büro was an. Was zum Teufel? Ja, das ist... Pass auf, gar nicht... Die machen hier irgendwelche Genexperimente oder... Gottes Willen, okay. Pass auf, das Wichtigste ist jetzt...
du musst mir jetzt genau zuhören bei den Sachen, was wir machen, ja? Mhm. Okay, okay, okay. Ich habe mir die Stahltürme angeguckt. Du siehst, sie ist links verstrebt, rechts oben und rechts unten. Ja, ja, ja. Das heißt, wir platzieren. Das wird niemals funktionieren. Und wie willst du jetzt hier hingehen und dieses Ding, Tobi, das wird niemals funktionieren. Ich habe mir das Ganze hier angeguckt. Da ist irgendwas dahinter. Pass auf. Hier sind rechts oben, rechts unten und links diese Verstrebungen. Das heißt, wir müssen von unserem Dynamit hier was hinsetzen. Ja. Und wir müssen von unserem Dynamit, weil sich rechts und rechts unten und rechts oben kreuzen. Wir müssen die Stahlbolzen aufspringen, ja, richtig. Einmal das hier in der Mitte. Und das sollte jetzt eigentlich reichen, dass wir. Das funktioniert. Zünd es an, komm. Okay, ich kann nicht mehr warten. Komm. Pass auf. Was denn? Ich muss dafür eine spezielle Rüstung anziehen, denn das Ganze. Deine Unterhose, Tobi, ich. Ja. Das Ganze, ich hab die gewechselt. Ja, das Ganze ist sprengstoffsicher hier und du müsstest jetzt einfach dich hier hinstellen, weil das Ganze macht ziemlich. Okay, ich stelle mich hier um die Ecke. So, pass auf. Ich warte hier einfach. Wenn sie jetzt lauf nicht dann funktioniert schnell weg, ja, lauf dann schnell weg. Ja, ja. Wenn sie jetzt nicht funktioniert das erste Mal, dann müssen wir. Oh Gott. Dann müssen wir es nochmal machen. Siehst du, ich hab dir doch gesagt, das kriegen wir nicht auf das Ding. Guck mal, wir sind doch schon einmal durch hier, siehst du das? Ja, aber das ist nur die oberste Schicht, Tobi, das bringt doch gar nichts. Guck mal, wir kommen da nicht durch. Ah! Oh Gott, das wird nicht funktionieren. Es hat funktioniert! Pass auf, es hat funktioniert. Ich bin einfach hier durch. Du hast es geschafft. Alles in Trümmer. So, ich werfe mal diese Blume hin. Ich hab die ganzen Stahlteile jetzt. Pass auf, was zum Teufel? Warte mal. Wow. Ich hab doch gesagt, da ist irgendwas gewesen, verdammt nochmal. Stirb, Mann! Los! Das verdammt. Oh Gott, auf, okay. Bevor du Tobi. Auslastest. Ja. Bevor du auslastest, komm mal mit. Warte ganz kurz. Dieses TNT, das ist der Wahnsinn. Das ist doch. Das ist sehr stark, ja? Ja, gut, okay, was. Komm mal mit. Bevor du jetzt auslastest, guck dir das mal hier an. Hier war ich gefangen. Ein Pool voller Gold. Das ist nicht deren Ernst. Schau dir diese Dekadenz an, diese dreckigen Hunde. Tobi, wir machen diesen kompletten Pool leer. Wir machen diesen kompletten Pool verdammt nochmal leer. Machen? Naja, oder wollen wir ihn. Ich meine. Guck mal, und auch hier. Ich habe eine viel bessere Idee. Tobi. Ja? Wir versiegeln den Pool. Oh, das ist eine gute Idee. Wir versiegeln den Pool polizeilich und wir werden doch genau sehen, wenn sie dran gewesen sind. Weißt du, was ich meine? Das stimmt, ja. Das heißt, sie haben keinen Zugriff mehr auf ihre Finanzreserven. Das ist gut. Vor allen Dingen weiß ich aus sicherer Quelle, dass Patrick und Schergen keine Möglichkeit haben, ihren Pool so leicht zu öffnen. Denn die haben nämlich keine Technologie, dieses harte Gestein zu durchbrechen, Tobi. Das ist genial. Das ist verdammt nochmal gut. Okay. Okay, pass auf. Gut, das ist schon mal eingefroren. Was ist das hier vorne? Ja, die haben ihr ganzes Zeug geladen. Guck mal, die haben ihr Päckchen von diesen Kräutern, aber die sind irgendwie schon verarbeitet. Das sind keine Kräuter, das ist Geld. Das ist Geld, Tobi. Das ist ein Geldbündel, oder nicht? Nee, hier sind die Kräuter und hier ist das Geld. Guck mal. Gold, die haben alles, und hier hinten ist auch noch ein Lager. Hier ist, die haben überall was ist hier das ganze Kisten Zeug drin? Gelagert. Was zum Teufel? Guck dir das mal hier an. Die haben hier haben sie noch mehr Geld. Die haben sie Stapel voller Geld. Guck dir das mal an, wie viel. Okay. Wir müssen das hier komplett einfrieren, Tobi. Wir werden hier. Weißt du, was wir tun? Wir werden diesen Ort gar nicht erst verlassen. Ich bin mir fast schon sicher, dass Patrick heute Abend zurückkehren wird und sicherlich die Sachen hier abholt. Und dann haben wir die Möglichkeit, ihn hier festzunehmen. Schau dir das an. Ja, ich war hier überall gefangen. Überall Waffen. Ich habe mich einfach gehalten. Das war richtig dumm. Weil ich habe jetzt alles gesehen, was sie haben. Was zum Und er sagte uns, die haben Technologien, die wir noch nicht haben. Die haben hier... Das ist überall... Was zum Teufel? Sagen wir, sie haben Technologien, die wir nicht besitzen. Was ist das denn? Schau dir das mal an. Das ist mein Gesicht. Die haben mein Gesicht auf die Ziel. Das ist doch nicht deren Ernst. Das ist. Die wollen auf dich schießen. Oder die wollen. Dreckigen üben. Hunde. Guck dreckigen mal Hunde. An. Schau dir das an. Diese kleinen Bastarde. Das ist doch nicht deren Ernst. Die haben mir eiskalt einen Schießstand. Das geht zu weit, Tobi. Das geht deutlich zu weit. Das. Oh Gott. Das ist hochmodern, was sie haben. Das kann man ihnen ja nicht absprechen. Aber. Und hier haben sie noch was, aber hier kommen wir nicht durch. Guck mal, es ist irgendwas, was. Ich weiß es nicht. Warte mal. Da gibt es bestimmt irgendwie einen Weg rein. Authorized Personal Only. Lass mich mal überlegen, hier muss irgendwo ist doch bestimmt irgendwie die Möglichkeit, dass man. Oh! So viel dazu, Tobi. Ich glaube, die wollen hier irgendwie. Warte mal, hier sind Schutzanzüge. Das sind unsere Rüstungen! Wo haben die diese Sachen her? Tobi, hier, pass mal auf. Wollen wir mal gucken? Lass uns mal weitergehen. Was ist das hier? Oh Gott! Es war nur Schaum. Das war. Vielleicht, es ist wahrscheinlich, warte, je nachdem, was hier drin ist. Schau dir ihr Lager an. Deutlich größer guck mal, als guck das dir von Mo. Guck dir dieses Päckchen an. Ich sehe es. Oh mein Gott. Was zum Teufel passiert hier? Tobi, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Geld sie damit verdient haben.
Okay. Tobi, hast du den Bedrock dabei, den ich gesagt habe? Ja, habe ich dabei. Ich gehe schon mal raus. Dann versiegeln wir nämlich vorne mit dem Bedrock den kompletten Eingang, sodass sie keine Möglichkeit mehr haben, an ihre Finanzreserven irgendwie ranzukommen, okay? Das Ding ist dann polizeilich abgeriegelt. Sie haben keine Möglichkeit mehr, irgendwie was zu machen hier. Wir werden direkt hier vorne, wir werden diesen Raum hier absiegeln, den Raum hier vorne absiegeln und alles weitere auch. Und dann werden wir Schilder aufstellen, dass das Ganze hier polizeilich über Unterwachung steht. Wir haben verdammt nochmal endlich die Schaltzentrale der Mafia gefunden. Tobi, gib mal her den Kram. Pass mal auf, wir müssen... Gib dir mal einen, aber das ist teuer, ja? Passt damit ja, auf. Ja, gib mir mal. Sehr schön, okay. Pass auf, wenn du es einmal deplatzierst oder nicht richtig platzierst, dann... Ja, ich weiß. Alles gut, okay. Du musst diesen kleinen... Genau, pass auf, hier so. So, Sehr schön. Wir können auch einfach... Guck mal, einfach hier so einen durchmachen, dann kommen die durch ihre Tür nicht mehr durch. Ah, warte mal. Ich möchte schon sicher haben, Tobi. Das reicht mir nicht. Dann mach ich jetzt hier auch noch. Das muss verdammt sicher sein. Die dürfen wir nie wieder zugreifen können. Schau dir das an. Die haben keine Möglichkeit, diese Dinge abzubauen. Und selbst wenn sie ihre Tür wieder irgendwie aufgebaut bekommen, Tobi, ist es nicht mal ansatzweise möglich, an ihre Sachen wieder ranzukommen. Oh Gott. Das ist verdammt gut, Tobi. Guck dir das an. Und jetzt, wenn gut. Sie auch noch das hier sehen mit der Tresortür. Jetzt habe ich mich hier. Oh Gott, sehr gut. Okay, egal, ich habe auch hier einen Block verbaut. Guck mal, können wir noch einen machen? Ist nicht so schlimm. So. Gut, okay, pass mal auf. Tobi, ich würde sagen, gib mir mal ganz kurz ein Schild. Das stellen wir hier direkt auf. Ich craft es schnell, warte. Okay. Gib mal her. Komm, los. Ja, los. Danke. Gerne. Okay, dann wissen Sie Bescheid. Sie werden sich hier nicht mehr dran vergreifen können. Sehr gut, Tobi, diese Mission war mehr als so erfolgreich. Schau dir dieses wunderschöne Loch von unserem TNT an. Einfach nur Wahnsinn. Okay, Tobi, pass auf. Ich würde sagen, wir errichten hier eine kleine Kommandozentrale und warten einfach, bis diese Gangster zurückkehren. Und dann werden wir sie festnehmen. Einen nach dem anderen. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, schaut auf jeden Fall heute Abend mal beim Livestream um 19.30 Uhr vorbei. Es wird auf jeden Fall wieder was Krasses passieren. Warte mal ab, meine Freunde. Ich habe gehört, heute Abend ist ja Halloween. Angeblich soll da ja... Gut, okay, aber... Hallo Ruppels, die Kinder sind weg. Weißt du, melde dich bei mir. Alles für jetzt erst recht. Mo. Alles für die Mafia. Das ist von Mo. Mo. Da haben wir schon wieder ein Beweismaterial gefunden. Wir werden sie festnehmen. Wir werden Mo festnehmen und die anderen ebenso. Alles für die Mafia. Gut, Leute. Erfolgreiche Ermittlungen auf jeden Fall heute. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall schaut definitiv heute Abend 19.30 Uhr beim Livestream vorbei. Definitiv auch mal Tobi auschecken, meine Freunde. Ich würde sagen, das war's von dieser wunderschönen Folge von Minecraft Empire. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Ciao.